Hallo und herzlich willkommen zu Münster TV. An diesem Wochenende dreht sich im Allwetter zu Münster alles um das Thema Artenschutz. Es gibt ein vielfältiges Programm und man kann auch sich an einigen Infoständen zu diesem Thema näher informieren. Und das gucken wir uns jetzt mal an. Am 12. Juni öffnet der Allwetter Zoo wieder seine Tore, um die Besucher auf seine Natur- und Artenschutzprojekte aufmerksam zu machen. Dazu finden interessante Aktionen, Vorträge und Führungen statt. Ich habe mich bei einer der Kuratorinnen zu den verschiedenen Artenschutzprojekten des Zoos informiert. Und neben mir steht Frau Raffel. Sie ist jetzt für den In-Situ-Artenschutz hier im Allwetter Zoo zuständig. Was bedeutet das, Frau Raffel? Ja, wir betreuen ja Projekte in Vietnam und Kambodscha, also Artenschutzprojekte, die von hier aus organisiert werden, sprich von Finanzen, Personal und die eigentlichen Maßnahmen, die vor Ort durchgeführt werden. Und weil das eben nicht im Zoo passiert, sondern draußen in den Ursprungsländern der Arten, heißt das In-Situ-Artenschutz, also in den eigentlichen Herkunftsländern. Mhm. Kann man denn die Bereiche in situ, ex situ, also innerhalb des Zoos und in den natürlichen Lebensräumen so trennen oder wie kann man sich das vorstellen? Ja, die Grenzen verfließen immer oder ja, gehen immer mehr ineinander über und letztendlich sprechen wir jetzt vom One-Plan-Approach. Das heißt, eigentlich gibt es für jede Art noch einen Ansatz ex situ, sprich Haltung in Menschenobhut, Zucht und eben Maßnahmen im Freiland müssen Hand in Hand gehen, sonst kommt man letztendlich auch nicht weiter. Das heißt, mit Auswilderung geht man ja auch wieder in die Natur, in situ und so passt beides zusammen. Während einer Führung im Affenhaus konnte ich bei Frau Ludwig genaueres über die Auswirkungen von unbedachten Verhalten der Menschen auf den Lebensraum der Tiere erfahren. Wir konsumieren eigentlich die ganze Zeit halt Palmöl. Ja, und dadurch, dass es überall drin ist, kann man sich vorstellen, dass es einfach unglaubliche Mengen sind, die da verarbeitet werden. Und gerade die Palmölindustrie bedroht nicht nur in Südamerika, sondern halt auch in Asien und Afrika eigentlich überall massiv den Regenwald. Und wie gesagt, einfach mal darauf achten, wann konsumiert man das. Vielleicht gibt es noch eine Alternative im Regal, im Supermarkt, wo gerade kein Palmöl drin ist. Wir konnten euch das Thema Artenschutz etwas näher bringen und freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Bis dann!